Das Spiel gegen die Kirchheim Knights ist zu Ende. Am Ende 73 zu 74 verloren mit einem Punkt. Unglücklicher geht es, glaube ich, gar nicht, oder Christoph Wackenisch? Ja, ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, jetzt so kurz nach so einer Niederlage die richtigen Worte zu finden. Wir haben eigentlich das ganze Spiel über geführt, haben ja, sagen wir, die Oberhand gehabt und haben es uns eigentlich in den letzten ein, zwei Minuten noch nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern wir haben es aus der Hand gegeben eigentlich. Und ja, das ist natürlich dann doppelt ärgerlich. Jetzt haben wir drei Niederlagen, ein Spiel gewonnen erst. Die nächsten Aufgaben werden nicht leichter. Es geht nach Leverkusen und dann kommt Gießen. Einfach mal reingefragt, wie geht man jetzt damit um? Ja, großartig irgendwas anders machen kann man nicht. Man muss weiter die Woche über im Training an den Schwächen arbeiten, das irgendwie möglich aus dem Kopf kriegen. Das war jetzt die zweite sehr knappe, sehr unglückliche Niederlage hintereinander. Und ja, muss einfach jetzt schon ans nächste Spiel denken. Marco Buljević, 73, 74. Unglücklicher geht es halt wirklich kaum. Ihr habt phasenweise richtig tollen Basketball gespielt. Gibt es eine Erklärung für die letzten paar Minuten? Ja, zunächst mal Glückwunsch an Kirchheim. Ist auch keine schlechte Mannschaft. Die haben vorher in den Spielen auch bewiesen, dass sie Basketball spielen können. Allerdings hätten wir heute den Sieg sicher verdient gehabt. Haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Durch vor allem unnötige Ballverluste, ein paar schlechte Entscheidungen. In der Offensive, in der Defensive, in entscheidenden Momenten geschlafen. Und so kommt sowas zustande. Und das ist extrem ärgerlich, nachdem das letzte Auswärtsspiel in Cuxhaven ähnlich verlief vom Spielverlauf. Wobei wir dieses Spiel sogar zweimal in Führung gegangen sind, relativ komfortabel in der ersten und in der zweiten Halbzeit, und einfach nicht geschafft haben, diese Führung auszubauen. Durch Kaltschnäuzigkeit und Cleverness. Und so bitter das ist, müssen wir weitermachen, daraus lernen und extrem schnell punkten. Fürs Selbstvertrauen und für die Tabelle logischerweise.